Adler kommt jetzt in Position. Alles ist Startklar und Boxen auf zum achten Rennen, dem langen Hamburger Heinz Jentsch Gedächtnisrennen. 3200 Meter, die lange Distanz, die Mammutdistanz. Amun in vorderster Linie mit Summershine, dazwischen galoppiert Oriental Khan. Dann folgt Erika mit ihnen, Capitano Adler, sucht ihnen die Position, dahinter dann Berghain und dann San Michel mit außen Gambia Bird und am Ende des Feldes, da galoppiert Moonshine. Die Pferde galoppieren das erste Mal durch den Horner Bogen. Amun übernimmt das Kommando. Amun führt, dahinter dann in zweiter Position Summershine. Oriental Khan ist drittes Pferd. Dann Capitano bei durchaus zügiger Fahrt vierter. Und dahinter dann Erika. So galoppiert das Feld das erste Mal in den Einlauf hinein. Amun mit dem Kommando. Das ist knapp einer Länge vor Summershine. Dahinter Oriental Khan, drittes Pferd. Dann sieht man Capitano. Dann in den Berghain, außen Erika. Erika, Adler, San Michel, Moonshiner und Gambia Bird jetzt am Ende des Feldes. So geht es bei durchaus ansprechender Fahrt. Die Zielgerade herauf. Amun mit gut einer Länge vorneweg. Vor Summershine, dem Vorjahressieger. Dahinter sieht man dann außen Oriental Khan. Vor an der Innenseite Capitano, dann Erika und dahinter dann Berghain mit Adler. Vor San Michel, Moonshiner und am Ende des Feldes Gambia Bird. So galoppiert das Feld in den Wandsbecker Bogen hier hinein. Unter der Führung von Amun hat weiterhin alles unter Kontrolle vor Summershine. Dahinter sieht man Capitano, vor außen Oriental Khan, dann Berghain innen und dahinter dann ein bisschen Luft bis zu Adler Moonshiner, dann San Michel und am Ende des Feldes Gambia Bird. So geht es gleich aus dem Wandsbecker Bogen heraus, erneut in die Gegenseite hinein. Amun diktiert weiterhin das Geschehen vor Summershine, dann Capitano, dann außen Oriental Khan. Dahinter sieht man Erika, dann innen Berghain mit Moonshiner, weiter außen Adler und dahinter San Michel mit Gambia Bird am Ende des Feldes. Die Pferde am Mittelpunkt der Gegenseite gleich an der ursprünglichen Startstelle. Amun weiterhin vorne. Amun führt das Feld an. Vor Summershine geht jetzt nach vorne mit außen Oriental Khan. Amun verliert hier an Aktion und wird angehalten. Da ist irgendetwas überhaupt nicht in Ordnung. Und an der Spitze da ist Summershine mit Oriental Khan. Capitano dritter, dann Erika, dahinter Berghain, an der Außenseite Adler, dann Moonshiner. Wo bleibt San Michel? Ist unverändert vorletztes Pferd. Vielleicht hat hier Andra Starke noch eine Menge zu verkaufen. Wir werden es gleich sehen. Gambia Bird am Ende des Feldes. So geht es durch den Horner Bogen unter der Führung von Summershine. Summershine weiterhin vorne. Oriental Khan wird dahinter angefasst. Capitano ist ebenfalls im Verfolgertreffen. Versucht jetzt an Summershine dran zu bleiben. Aber Summershine kann vorne forcieren, wird immer stärker, wird immer schneller. Die Pferde sind im Einlauf, Summershine vorne, Capitano versucht dahinter zu kommen, Berghain, dahinter dann Moonshine, aber Summershine, kann er hier den Vorjahreserfolg wiederholen, Summershine ist deutlich voraus mit Josef Beuko, Summershine, Moonshine und Berghain versuchen zu folgen, dahinter dann Adler, aber Summershine geht ja auf und davon, Summershine lässt die Sonne scheinen, jetzt kommt aber Moonshiner, Summershine ist aber vorne, Summershine und Summershine wiederholt den Vorjahressieg vor Moonshiner und Adler, dann Berghain und dann Gambia Bird vor Erika, dann Capitano und dann San Michel mit Oriental Khan. Vorläufiger Richterspruch im achten Rennen, langer Hamburger Heinz Jentsch Gedächtnisrennen. Siegerin ist die 10 Summershine. Auf dem zweiten Platz die 5 Moonshiner. Drittes Pferd die 2 Adler. Und viertes Pferd die 3 Berghain. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch. Achte Rennen, langer Hamburger Heinz Jentsch Gedächtnisrennen. 10 Summershine, 5 Moonshiner, 2 Adler und 3 Berghain.